So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advance Wars 2 Strike. Ich bin gerade wieder im Hauptmenü, weil ich habe mir gedacht, ja, wir haben das letzte Mal ja mitten in der Mission gespeichert, also möchte ich auch direkt eigentlich hier weitermachen. Ich wollte euch ja hier das hier mal zeigen. Hier gibt es nämlich so Medaillen im Spiel im Moment. Ich glaube, das kann man ja mal so zwischen reinfügen. Wo haben wir das? Dann History, glaube ich. Es gibt nämlich Medaillen, wenn man bestimmte Sachen gemacht hat. Hier bei den Units haben wir, glaube ich, noch nichts. Bei Gegnern auch noch nichts. Wo haben wir denn unsere Medaillen überhaupt hin? Ah, hier haben wir. Wir haben schon 68 mal Einheiten aufgefüllt bzw. repariert. Dafür haben wir schon zwei Medaillen. Die erste gab es bei 30, die zweite bei 60. Wir haben schon über 60 Einheiten eingeladen, also in APCs oder Landeboote oder was weiß ich, was wir dabei alles benutzt haben. Und 59 davon haben wir auch wieder rausgelassen. Was mit den restlichen drei passiert ist, ja, das weiß ich nicht. Die vergammeln jetzt wahrscheinlich oder sind gestorben im APC. Ja, wir haben auf jeden Fall schon eine Menge Fonds ausgegeben. Das sind schon 1 Million. Dafür gab es ja die zweite Medaille hier. Und wir haben 500.000 Fonds an Schaden verursacht schon. Die zweite gibt es ebenfalls bei 1 Million. Die haben wir auch bald, wenn wir das so richtig sehen. Ups, das war die falsche Richtung. Und hier, da sehen wir mal, wie viele S-Ränge und wie viele A-Ränge wir bis jetzt gemacht haben. Es gibt auch hier was für B- und für C-Ränge allerdings. Da sind die noch nicht gelistet, da wir noch keine hatten. Naja, ich bin einfach zu gut, ne? Wobei, wenn ich zu gut wäre, dann hätten wir nur S. Und da ist die Total Playtime auch immer so ein sehr interessanter Wert. Vor allem, weil der immer schön weiter zählt. Gerade auch in diesem Moment. Dort, wo noch nichts, drin ist, da haben wir auch dementsprechend nichts gemacht. Also. Damit, das war es mal ein kleiner Zwischeneinschub für mal schnell 2,5 Minuten. Ich möchte jetzt dort weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich bei Crystal Calamity, dem schwersten Level. So, der da oben. Moment, wer ist da eigentlich gerade dran gewesen? Das war Candy, okay. Ja, das ist blöd. Kann ich die Kopter nämlich nicht gefahrlos an das Ozeum ran bewegen. Ah, schauen wir mal, vielleicht können wir den ja kaputt schießen. Ist das Glück scheinbar mal wieder auf meiner Seite? Lassen, ich krieg's jetzt glaube ich eh noch nicht kaputt, zumindest nicht ohne von der anderen Seite noch drauf zu schießen. Ich lasse es lieber mal. So. Nächste Runde. Kriegen wir es vielleicht dann. Das können wir hier noch machen. Pipeline weiter anschießen. Und dann werde ich hier mal wieder auf Hawkey wechseln. So, was machen wir hier oben in der Zwischenzeit mit Colin? Das Ding hat noch 51 HP. Ja. Ich glaube, das ist es wert, wenn ich dafür ein Schlachtschiff opfere. Wenn endlich diese blöde Cannon kaputt ist. Ich hätte sie nicht mal opfern müssen, ich hätte einfach nur. Comptowers zuerst besetzen müssen. Manchmal bin ich auch ein bisschen blöd. Schaffe ich hinzustellen, jetzt 2, 3.
3, 4, 5, der wird sogar hinschießen können. Das ist ja super. Das heißt, mit einem Schlachtschiff da unten wird das ja auch funktionieren. Das war's erstmal mit den beiden. So. Nachdem es jetzt keine Black Cannon mehr gibt, die da irgendwo auf uns drauf schießen könnte, kann ich da endlich mal ein bisschen besser expandieren. Vor allem kann ich endlich mal den Obelisk da unten ein bisschen bedrohen. Bin nicht sicher, wie ich was machen soll. Ich glaube, eine Sache würde vielleicht gut gehen. Ein paar Infanterie mit Quadcoptern. Dass man die auch mal wieder dran kommt. War ich hier gerade noch auf dem Bomber. Daher gebe ich mit denen jetzt gerade mal kein Geld aus. Dazu 25% ist mir noch ein kleines bisschen zu wenig, aber ich brauche sie jetzt leider. Die Mechanik da oben mit der Artillerie, mit dem Lack kaputt machen. Jetzt auf Artillerie. So. Das war ja noch in Ordnung für das, was es war. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch eins runter. Ja, wäre zu schön gewesen. So, wieder eine Basis mehr. Und dann sparen wir noch eine Runde. Die wechseln auf Zack. Okay. Die haben natürlich einen Raketenwerfer dorthin gestellt. Jetzt. Moment, Schüler fehl am Platz. Das ist ja mit die beiden gerade dran.
kann mal vielleicht da durchbrechen. Mit Hockey reicht der einen Schuss auf den Kristall. So, jetzt sind die beiden wieder dran. So, zuallererst mal möchte ich diese Artillerie hier loswerden. Die stört mich hier jetzt gerade am meisten. Hier zumindest schon mal eine gute Front aufgebaut. Pipeliner kann ich hier leider nicht nutzen, weil ich keinen Anschluss an eine Pipeline habe. Und ja, leider genauso wenig. Ich muss die schon alle von ihren Basen besetzen da. Die hier zum Beispiel würde funktionieren. So. Bauen wir noch einen Rocket Launcher. Sollte das wieder passen. Nachdem ich mir jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig sicher bin, was die mir jetzt alles kaputt machen wollen. Also die hat ja einen Raketenwerferschuss und auf irgendwas wird sie da schon schießen. Ja, ich gehe ja fast davon aus, dass sie auf den Raketenwerfer schießen. Chess ist eine Co-Power. Ich baue hier mal einen Bomber. Und ich wechsle mal auf Jake. Ich habe dann nämlich auch mit denen noch so einen Plan. Okay, ich schieße mit Raketenwerfer auf Raketenwerfer. Macht sogar ziemlich viel Schaden mit. Und das war dann noch One-Hit. Und sie wechseln wieder auf Candy. Pipeline hat nur noch 17 HP, das bedeutet, ich kann die nächste Runde auflösen, sofern die dann nichts vor ihrem Teil da stehen haben, habe ich dann gewonnen. Das heißt, ich fange jetzt schon mal das Spammen an, damit ich noch ein bisschen besseren Technik-Score kriege. Warum eigentlich nicht? I'll give it everything I've got. Gold Rush! Go, more money! I wanna screw the rules! 96%. Oh, das ist ein ordentlicher Wert. Ein Raketenwerfer weniger. Hier noch mal ein bisschen mit den Schlachtschiffen rumschießen. Ja, 28%, mit ein bisschen Glück wird es ein One-Hit, aber ich glaube fast nicht dran. Oh! Wenn du glaubst, es geht nicht mehr.
Raketen, die wir noch aufrücken lassen, für den Fall, dass der Plan mit Hawkeye schief geht. Immer einen Notfallplan haben. Always have a plan B. Der besagt, dass die in der nächsten Runde keine Super-Core-Power haben. Oder keine Tech-Power, besser gesagt. Weil das ist das, was ich jetzt nur am allerwenigsten brauchen kann. Das bedeutet... Das Ding kann ich kaputt machen. Das charge nicht genug. Jetzt kurz vor voll. Aber es ist noch nicht ganz voll und das ist wichtig. Selbst jetzt ist es noch nicht ganz voll. Jetzt auch noch nicht. Okay, sie haben meinen Plan sogar schon vereitelt.